Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Und ich bin gerade dabei, alle Feen zu sammeln. Und habe mir gedacht, das wäre für euch vielleicht ganz gut als Tutorial, wie ihr die ganzen Feenquellen bekommt. Davon gibt es wieder 4 Stück, wie auch in Breath of the Wild. Und die einfachste Fee, die ihr bekommen könnt, beginnt mit der Mission im Kleeblattkurier. Ich zeige euch das einmal. Hier ist der Kleeblattkurier. Hier ist die Karte. Dort oben. Und hier müsst ihr die Nebenmission annehmen für den Kleberkurier mit den Gerüchten in den Ställen. Und sobald ihr das habt, geht's weiter. Wenn ihr die Mission angenommen habt, müsst ihr als nächstes zum Stall des Waldes. Den findet ihr auf der Karte hier östlich vom Hyrule-Schloss. Stall des Waldes. Und dort seht ihr dann hier euren Kollegen Paan. Mit dem müsst ihr einmal quatschen und diese Mission annehmen und dann auch abschließen. Und dafür müssen wir diesen Karren reparieren. Das mache ich da mal eben. Ganz wichtig übrigens, Voraussetzung, ihr braucht ein Pferd. Fangt euch ein Pferd und registriert das am Stall. Und ihr müsst zweimal im Stall übernachtet haben, um einen Preis zu bekommen. Ihr kriegt so eine Stempelkarte. Pro Übernachtung kriegt ihr einen Punkt. Und wenn ihr 2 Punkte habt, dann kriegt ihr das für das Pferd das, wer ist das? Die Möglichkeit, Dinge zu ziehen. Und wir müssen jetzt einmal den Karren hier befestigen, reparieren. Und dann den Karren ziehen. Aber erstmal reparieren wir hier den Karren. Das war richtig gut. So. Nehmen wir noch ein Rad. Und bringen das hier an. Perfekt. Das haben wir gemacht. So, und jetzt müsst ihr die da hinfahren. Zur Knospe. Da zeige ich euch am besten auch nochmal ganz genau, wo auf der Karte. Ihr müsst hier den Weg hoch. Ich meine, von hier aus sieht man schon. Aber für euch einmal auf der Karte. Dort, wo der Stern ist. Hier den Weg entlang. Und wie gesagt, dafür braucht ihr euer Pferd. So. Und dann ziehen wir die Kollegen da oben hin. Könnt auch ruhig Gas geben. Das macht gar nichts. Übrigens, was ganz cool ist, wenn ihr Breath of the Wild gespielt habt, dann werden die Pferde, die ihr dort gesammelt habt, weiterhin im Stall geführt. Ihr müsst also nicht extra ein neues Pferd fangen. Wenn ihr also schon euer super Pferd habt, dann könnt ihr das auch weiterhin in Tears of the Kingdom benutzen. Wir sind jetzt hier bei der ersten großen Fee und haben die erste große Fee freigeschaltet. Das ist doch schön. Und ich würde sagen, dann springen wir direkt mal zur nächsten großen Fee. Nachdem ihr die erste Fee befreit habt, kriegt ihr auch die Standorte der anderen Feen. Und die nächste ist hier, Quell der großen Fee, bei Kleiner Bruderbrücke. Dafür müsst ihr zum Stall der Zwillingsberge und hier wieder mit dem Kollegen sprechen. Und der sagt euch, dass hier wieder die Knospe von der großen Fee ist und ihm die Trommeln fehlen. Und dann müssen wir einmal den Trommler besorgen. Der wird euch übrigens auch auf der Karte gezeigt. Ist also relativ easy, dort einfach hinzukommen. Das ist nämlich in Kakariko. Da bin ich auch schon angekommen. Also wie gesagt, der Kollege wird auf der Karte angezeigt. Und hier ist er. Den müsst ihr einmal anquasseln. Und dann wird es nämlich spaßig. Denn jetzt braucht ihr Honig. Ich habe Honig zum Glück schon dabei. Aber ihr findet Honig ganz viel in der Nähe von Kakariko. 3 Stück braucht ihr und dann kommt der Kollege hier mit euch mit. Jetzt der Kollege wieder hier. Und jetzt heißt es wieder, die beiden oder die drei zur großen Fee bringen. Und diesmal über Wasser. Ist nochmal ein bisschen spannender als mit dem Pferd. Aber ich zeige euch wie. Dafür müsst ihr nämlich ein kleines Bötchen bauen.
Was ihr braucht, das liegt hier schon. Ihr braucht einmal hier das Steuermodul, um das Boot dann quasi zu steuern. Das könnt ihr hier einmal draufpacken. Zack, vorne dran. Und natürlich einen kleinen Motor. Den nehmen wir mit. Der kommt hinten dran. Und dann ist euer Schiff auch schon einsatzbereit. Fahren wir den hin. Und dann geht's rüber zur guten Fee. Ups, wir müssen das natürlich erstmal zu Wasser lassen. Ist klar. Die heulen zwar immer so ein bisschen rum, aber ihr könnt... Aber ihr könnt da eigentlich nichts falsch machen. So, dann sind wir im Wasser. Und dann geht's los. Zur Fee. Let's go. Ist egal, ob ihr jetzt hier lang fahrt oder links daneben. Hauptsache, ihr kommt an. Und da müsst ihr eigentlich auch schon, sobald ihr nah genug seid, ein... Genau. So eine Cutscene kommen und dann habt ihr auch schon die zweite Fee. Das war... Eigentlich sind die... Also wenn man die Quests weiß, wo man hin muss, ist es echt nicht schwierig, aber ich fand es halt ganz schwierig, die Sachen zu finden. Ja, aber so haben wir die zweite Fee und dann würde ich sagen, gehen wir ab zur nächsten Fee. Hier sind wir schon bei der dritten Station und zwar beim Stall der Ebene. Direkt hier. Und hier ist wieder der Kollege, den sprechen wir an. Der sucht natürlich wieder einen seiner Musikanten für die große Fee. Und zwar ist das diesmal der Typ mit einer Flöte. Und der Typ mit der Flöte, der ist hier direkt in der Nähe, auf dem Baum. Am Stall der Hochebene findet ihr den. Und der ist hier unterhalb vom Hyliasee. Hier unten, Stall der Hochebene. Müsst also im Prinzip nur dem Weg hier folgen, dann kommt er da automatisch hin. Und da oben ist der Flötenmann mit seiner Flöte. Und der kommt natürlich nicht einfach so mit uns mit. Dem müssen wir auch wieder ein bestimmtes Item geben. Und zwar... Glühwürmchen. Schleichwürmchen. Wie viel brauchst du? 10 Stück. Und ich müsste eigentlich ganz knapp 10 haben. Ich hatte mich eigentlich vorbereitet. Ich habe 9. Ich hole eben den 10. Die findet ihr übrigens immer nachts und dann eigentlich überall. Seht ihr, die sind ganz grün. Die kann man eigentlich gut sehen. Wenn ihr von dem Kollegen da, von dem Stall weggeht und dann hier in Richtung dieser Zelte... Dann seht ihr, dass hier ein paar Schleichwürmchen sind. Ducken und springen und dann kriegt ihr die Schleichwürmchen. So, das waren 10 Stück. Die bringen wir zu dem Kollegen zurück. Und dann geht's weiter bei unserem Musikantenstadel. Nachdem ihr die Freundin vom Flötenspieler zu ihm geführt habt, können wir hier zurück zum Musikchor. Und die zur großen Fee führen. Das zeige ich euch auch noch ganz schnell. Dafür müssen wir nämlich hier wieder einen Wagen präparieren. Da vorne liegt schon ein kleines Stück davon. Und aber das kriegt ihr hin. Das ist ganz easy. Ist wieder nur einen kleinen Reifen mit dran packen. Ich zeige euch trotzdem einmal, wie es geht. Ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man einmal sieht, wie das geht. So, den einmal so rum. Den drehen wir gleich am besten noch. Dann den Reifen noch dran. So rum. So nicht. Ist auch nicht perfekt. Ich will es immer gerne vernünftig haben. Also, so, perfekt. Auch nicht perfekt. Hallo. So, jetzt bin ich zufrieden. Dann drehen wir das doch ganz schnell, damit wir direkt in die richtige Fahrtrichtung sind. Packen das hier oben drauf, damit die einsteigen können.
zack. Und dann quatschen wir hier die Kollegen wieder an. Und dann kommen die mit rein. So, und dann sitzen die ja drin. Oh, ich habe einen Blutmond. Den warten wir natürlich ganz kurz ab. Wer weiß, was in der Zwischensequenz kommt. Vielleicht können wir in der Zeit noch schnell das Steuer anbringen. Ja, die nehmen wir mal kurz mit. Das ist natürlich super in einem Video. Egal. Blutmond stört uns nicht. Stört mich nicht. Oh, der ist falsch rum. So, so. Den packen wir natürlich auch noch mit drauf, damit wir das ganze Ding steuern können. Ist natürlich auch gut. Das machen wir natürlich vorne dran. Und dann geht's ab. Ein bisschen Gas geben und dann muss hier links durchs Geröll gefahren werden. Aber das geht mit den Superreifen auf jeden Fall easy. Und dann haben wir die dritte Fee schon fast fertig. Hat er eben schon gesagt, ist eigentlich echt easy. Ist wirklich nicht schwer, wenn man weiß, was man machen muss. Und dann sind wir schon da. Perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der vierten großen Fee, Leute. Und jetzt die letzte Fee. Dafür müsst ihr hier zum Stall des Schneelands und hier wieder mit dem Kollegen sprechen. Und dem fehlt natürlich wieder ein Musikant. Und den müssen wir uns abholen. Den letzten Musiker findet ihr hier unter dem Gisserhügel und links neben den Schnepfenhügel. In dieser Spalte, dort unten ist der Kollege. Und der Trompeter möchte hier aus seinem Loch raus. Und da müssen wir ihm einmal helfen. Ist nicht ganz so schwer. Der steigt auf den Wagen, ihr hebt den Wagen raus und dann habt ihr den draußen, den Kollegen. Kollege ist draußen. Oh Gott, das war schwieriger, als ich es eigentlich wollte. Wenn der Kollege draußen ist, dann geht wieder zurück zu seinem Musikanten-Ensemble. Und da gehen wir jetzt schnurstracks auch hin. Weil wir sind ganz, ganz knapp vor der letzten guten Fee. Wieder zurück bei den Musikanten. Und jetzt müssen wir die natürlich wieder zur großen Fee bringen. Das ist diesmal so wie beim allerersten Mal. Dafür braucht ihr wieder euer Pferd. Und diesen Wagen. Und bei dem Wagen müssen wir ein Dach drauf machen. Keine Ahnung, wieso die jetzt auf einmal ein Dach brauchen, aber gut. Machen wir den Dach drauf. Hier in das große. Zack, zack. Und drauf. Sieht gut aus. Wieder zu ihm zurück. Und dann bringen wir die Kollegen dahin. Noch schnell das Pferdchen holen. So, Pferdchen ist da. Jetzt wird noch das Ding da dran gemacht. So, und dann bringen wir die Kollegen da hoch. Da oben ist sie. Gute Fee. Könnt auch ruhig Gas geben, das macht gar nichts. Wenn ihr ein gutes Pferd habt, gebt Gummi. Zack. Und dann würde ich schon mal langsam mich verabschieden, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Follow auf den Kanal da. Ich würde mich extrem über ein Like auf dem Video freuen. Und was ihr gerne als nächstes sehen wollt im nächsten Video. Also ich würde gerne ein Video dazu machen zum Untergrund und den Irrlichtern. Weil ich da selber aktuell dran bin, die ganzen Irrlichter zu sammeln und sowas wie die Darklink-Rüstung. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Da sind wir.